Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich erstmal, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und heute, ihr seht, ich bin ungeschminkt, wird es ein Schminkvideo geben. Yay! Ich habe ganz viele Kommentare von euch gelesen und so viele haben sich endlich mal ein Schminkvideo gewünscht. Ich habe auf meinem Kanal eigentlich so gut wie noch nie wirklich Schminkvideos gedreht. Natürlich macht es mir auf der einen Seite mega Spaß und ich schminke mich auch jeden Tag, aber ich bin halt keine ausgebildete Make-up-Artistin oder so und kann euch halt nie wirklich alles so zeigen, wie es richtig ist, sondern nur die Dinge euch so zeigen, wie ich sie mir irgendwie beigebracht habe und wie ich es eben jeden Tag bei mir mache. Das alles soll jetzt keine perfekte Anleitung gleich werden, sondern wir haben einfach Spaß zusammen. Und außerdem wird es kein perfektes Make-up-Tutorial, sondern ich werde daraus einen Test machen. Ich werde mein Gesicht durch zwei teilen und habe zwei verschiedene Haufen Make-ups mit zusammengesucht. Eine Seite nur mit Drogerieprodukten, die wirklich sehr günstig sind. Und auf der anderen Seite nur High-End-Produkte. Drogerieseite, ich habe alles zusammengerechnet, ungefähr 30 Euro. Und auf der anderen Seite High-End-Produkte über 350 Euro, also mehr als das Zehnfache. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf das Ergebnis. Und jetzt kommt das Geheimnis. Ich musste mir so viele Dinge dafür ausleihen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich echt sehr viel mehr Drogerieprodukte habe als teure Schminke. Und ich bin eben zu meiner Schwester und zu einer Freundin gefahren, habe mir überall Make-up ausgeliehen. Was ich bis jetzt gemacht habe, ich habe einfach nur eine Feuchtigkeitscreme auf mein Gesicht aufgetragen. Aber ich würde sagen, dass ich irgendwie mal hier so ein paar Härchen, die in mein Gesicht fallen, einfach mal so ein bisschen grob oben wegstecke, damit die mich jetzt gleich nicht stören und ich gut arbeiten kann. Übrigens, bevor ich jetzt anfange, falls euch dieses Video gefallen sollte und ihr sagt, hey Bianca, auch nicht, wenn alles perfekt ist, es macht mega Spaß und du solltest öfter solche Videos drehen, dann zeigt mir das unbedingt mal mit einem Daumen nach oben und schreibt mir das mal in die Kommentare. Da bin ich echt gespannt drauf. Jetzt kann es losgehen. Ich würde sagen, diese Seite schminke ich mit High-End-Produkten und die Seite mit Drogerieprodukten. Natürlich können die Preise auch teilweise ein bisschen variieren oder abweichen. Ich habe viele Produkte im Ausland oder im Duty-Free-Shop gekauft oder einige Drogerieprodukte, die ich hier benutze, gibt es gar nicht mehr im Handel. Wir fangen jetzt mal mit der Foundation an. Auf der High-End-Seite kostet die um die 30 Euro. Oh, scheiße. So, dann nehmen wir auf der anderen Seite eine andere Foundation und zwar hat die 3 Euro gekostet. Jetzt kommt der Concealer. Hier habe ich auf der High-End-Seite einen, den musste ich schon so aufschneiden oben, weil ich schon nichts mehr rausbekommen habe. Der hat 34,99 Euro gekostet. Bis zum letzten Tropfen wird das Ding ausgenutzt. Und jetzt werde ich das alles mit meinem Blender hier verblenden. Jetzt kommt das Ganze auf der anderen Seite. Hier habe ich einen Concealer-Stift. Der hat 1,99 Euro gekostet. Ich sehe einfach im Vergleich null Unterschied. Die beiden Seiten sehen einfach identisch aus. Das Einzige, was ist, hier der Concealer, der glänzt ein bisschen mehr als der. Im Moment kann die Drogerieschminke wirklich, wirklich mithalten. Dann geht's weiter und zwar benutze ich jetzt ein bisschen Puder. Und hier hat mein Puder auf der teuren Seite 36 Euro gekostet. Ich trage immer ein bisschen Puder hier unter meinem Auge auf, beziehungsweise auch auf meinem Lid. So ein bisschen auf der Stirn, die Nase runter und hier am Kinn. Und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Und das war wirklich sehr günstig. Das ist nämlich aus einem 1-Euro-Laden. Das hat 1 Euro gekostet, dieses Puder. Und immer noch kein mega großer Unterschied. Es ist echt krass. Kommen wir zum Contouring. Und hier habe ich einmal diese Contouring-Palette auf der High-End-Seite, die kostet ganze und schlage 44,99 Euro. Auf der anderen Seite habe ich diese Contouring-Palette hier für 4,49 Euro. Also, tada! Jetzt nehmen wir auf der anderen Seite die andere Contouring-Palette.
Jetzt kommen wir zum Blush und hier habe ich sogar einen relativ günstigen High-End-Blush, sage ich jetzt mal. Die Farbe mag ich auch mega gerne. Und auf der anderen Seite das günstige Gegenprodukt für 2,75 Euro. Der sieht so aus. Wow, okay. Der gibt richtig krass Farbe ab. Krass, der ist viel stärker pigmentiert als der. Dann kommen wir in meiner Routine zu den Augenbrauen. Und da ich bei den Augenbrauen wirklich kein günstiges und teures Produkt gefunden habe, werde ich jetzt meine Augenbrauen stylen, schnipsen und dann machen wir weiter. Ich habe einmal auf der High-End-Seite diese Palette hier. Da sind so verschiedene Nude- und Rosatöne drin. Die gefällt mir eben ganz gut, weil die Farben nicht so knallig sind. 52,95 Euro. Und auf der anderen Seite kann ich leider nicht den gleichen Look schminken. Da wird was anderes geschminkt, denn ich habe einfach keine vergleichbaren Farben gefunden. Deswegen gibt es auf der anderen Seite diese Quattro-Palette hier. Das sind zwar Blautöne, keine Sorge, ich werde mir kein blaues Make-up machen, sondern ich werde nur diese beiden Silber, einmal den hellen Silber und einmal diesen dunklen Silber-Schwarz-Glitzerton nehmen und versuchen damit irgendwas Dezentes hinzubekommen. Nee, bevor wir den Lidschatten auftragen, ganz vergessen, ich dümmerchen, wir brauchen natürlich erstmal eine Base, einen Lidschatten-Base. Da habe ich auf der teuren Seite dieses Produkt für 20 Euro. Und die trage ich jetzt auch einfach mit dem Finger ganz unkompliziert auf. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich eine günstige Alternative. Und zwar kostet dieser Eyeshadow Base 2,45 Euro. Hier diese ganz helle Farbe. Und damit highlighte ich als erstes hier ein bisschen im Augenwinkel und ein bisschen unter meinen Augenbrauenbogen. Dann nehme ich diesen Pinsel hier und trage damit eine Mischung aus dieser und dieser Farbe auf. Und das trage ich dann einfach auf mein bewegliches Lid auf, um so ein bisschen Farbe ins Spiel mitzubringen, aber das Ganze eben doch dezent zu halten. Und jetzt nehme ich mir eine relativ dunkelbraune Farbe hier, diese, ganz grob in die Lidfalte und hier ans Ende des beweglichen Lides. Und das Ganze verblende ich jetzt. So. Ach du Scheiße. Man muss dem Produkt lassen, dass es auch wirklich richtig, richtig gut pigmentiert ist. Diese Seite lässt sich einfach gar nicht richtig verblenden. Es fällt mir gerade richtig schwer. So sehen die Augen jetzt im Vergleich aus. Dann kommen wir zum Eyeliner. Auf der High-End-Produktseite einen Eyeliner für 21,50 Euro. Direkt hinterher. Diese Wimperntusche auf der High-End-Seite, 29,99 Euro. Jetzt auf der anderen Seite genau das gleiche. Hier habe ich einen Eyeliner für 2,29 Euro und die Wimperntusche, die da hinterher kommt, 2,29 Euro. Lippenstift auf der Drogerieseite, 2,25 Euro. Auf der High-End-Seite kostet der Lippenstift 21 Euro. Jetzt fehlt wirklich nur noch Highlighter. Hier habe ich einmal auf der High-End-Seite diesen Highlighter. Das ist so ein weißer Schimmerton. Kostet 32 Euro und den trage ich echt einfach mit den Fingern auf. Ich gebe einfach ein bisschen von einem Highlighter-Produkt auf die Finger und dann trage ich das einmal hier auf meinem Wangenknochen quasi. Oben auf die Schläfe auch ein bisschen. Dann nehme ich noch ein bisschen Produkt, um meine Nasenspitze ein bisschen zu highlighten. Und gehe dann auch so ein bisschen über meinen Nasenrücken hoch. Und dann highlighte ich meistens noch hier unter meinem Augenbrauenbogen.
Ich nehme jetzt auch so einen ganz, ganz fluffigen und weichen Blender und trage jetzt den Highlighter aus meinem Contouring-Produkt auf. Das heißt, ich spare mir einfach ein komplettes Produkt, was natürlich auch wieder Geld spart auf der Drogerieseite. Trage den jetzt auf die gleichen Stellen auf. Und das bedeutet, dass unser Make-up eigentlich ready ist. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich habe nur ein Fixing-Spray für die teure Seite gefunden. Und das kostet 26,99 €. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber ich glaube, ich habe echt nur diese eine Seite jetzt getroffen. Und das ist einfach mein fertiger Look auf beiden Seiten. Einmal die High-End-Seite, einmal die Drogerie-Seite. Und ich muss wirklich, wirklich sagen, jetzt vom ersten Eindruck und einfach nur vom Optischen, die Drogerie-Seite kann sowas von mithalten. Wir haben einfach, ich weiß den genauen Preis auf dem Cent jetzt nicht, aber ungefähr 30 €. Ich blende es euch jetzt hier nochmal ein, wie teuer alle Produkte zusammen waren, die ich benutzt habe. Und auf der anderen Seite über das Zehnfache, ich glaube um die 350 €. Und ich finde, man sieht einfach keinen krassen Unterschied. Ich glaube, da muss jeder für sich entscheiden. Finde ich, es ist gerechtfertigt, dass das Produkt fast 10-mal teilweise so teuer ist, wie vielleicht ein ganz normales Drogerieprodukt. Aber dafür hält es besser oder. Ich habe in meinem Schminkrepertoire viel gemischt, aber sehr, sehr viel Drogerieschminke, weil ich damit einfach zum größten Teil wirklich völlig zufrieden mit bin und mir das absolut ausreicht. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Seite euch vielleicht sogar besser gefällt oder ob ihr irgendeinen krassen Unterschied bemerkt. Und dann verlinke ich euch natürlich auch nochmal am Ende zwei Videos. Hier auf der Seite gibt es Julians neues Video, was er heute gedreht hat. Und zwar hat er sich eine unzerstörbare Handyhülle bestellt und ein unzerstörbares Handyladekabel und hat versucht mit den krankesten Dingen, unter anderem einer Bohrmaschine, einem Hammer, einem Fleischklopfer und was sonst noch alles, versucht diese Dinge zu zerstören. Was dabei rausgekommen ist, verrate ich euch noch nicht. Guckt auf jeden Fall vorbei. Und auf der anderen Seite gibt es mein letztes Video. Da habe ich versucht, die größte Zuckerwatte der Welt zu machen. Und wenn ihr Lust auf mehr Beauty-Schmink-Videos habt, ich guck mal, was ich so aus meinen alten Videos noch finde und verlinke euch da ein paar auf jeden Fall auch in der Infobox. Und das war's mit meinem Video. Ich habe euch ganz doll lieb und hoffentlich seid ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei.